Also ich war selber insgesamt 8-mal in Auslandseinsätzen der Bundeswehr, einmal im Kosovo und 7-mal in Afghanistan. Letztendlich ist er weinend zusammengebrochen, hat sich vor mir hingekniet, hat Entschuldigung, um sein Leben gebettelt, gesagt, wenn ihr mein Leben nicht rettet, wenigstens das meiner Frau und meines Kindes. Mein ältester Kumpel eigentlich, also ich sage immer großer Bruder zu ihm, er musste, er hat halt sein Leben verloren, ja. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Treffen. Mein Name ist Leroy und meine heutigen Gäste verbindet eine ganz besondere Geschichte. Ich treffe zum einen Stefan. Stefan wurde als Soldat 2011 in Afghanistan eingesetzt und erlebte dort schreckliche Dinge, die sein Leben bis heute geprägt haben. Zurück in Deutschland wurde er krank und die Ärzte diagnostizierten ihm eine posttraumatische Belastungsstörung, die seitdem seinen Alltag bestimmt. Und ich werde auf Andreas treffen. Andreas ist Kriegsveteran und war als Soldat 7-mal in Afghanistan. In seinen Einsätzen sah er viele Menschen sterben und heute unterstützt er Kriegsrückkehrer wie Stefan, die Ähnliches erlebt haben. Wie sich die beiden kennengelernt haben, das werden sie uns heute erzählen. Und ganz wichtig ist natürlich, dass wir nicht im Allgemeinen über die Bundeswehr heute sprechen werden, sondern die beiden ihre persönliche Geschichte mit uns teilen. Und wenn es da draußen andere Soldaten, Veteranen oder Zeitzeugen gibt, dann meldet euch sehr gerne. Ich freue mich darüber. Ansonsten könnt ihr natürlich diesen Kanal noch aktivieren und die Glocke abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir legen los. Hallöchen, mein Lieber. Hi, Leroy. Grüß dich. Alles klar soweit? Alles gut. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer? Ich bin Stefan Krämer, Afghanistan-Veteran, 32 Jahre alt und leide unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also wie bist du Soldat geworden? Es gab mal in, ich muss lügen, 8. oder 9. Klasse, da kam ein Stabsfeldwebel in Uniform rein und er hat mich in den 20 Minuten im Unterricht mehr überzeugt als der Lehrer. Und dann habe ich gesagt, komm, tu was Gutes im Leben. Man geht ja in Auslandseinsätze, man unterstützt in Kriegsgebieten. Wenn es Flutkatastrophen gibt, ist die Bundeswehr immer sofort dabei. Das realisieren die meisten ja eigentlich gar nicht so in Deutschland, wo die Bundeswehr eigentlich alles immer mitmacht. Das ist ja nicht immer Ausland im Krieg. Ne? Die Bundeswehr ist immer auch, wenn Katastrophen entstehen, an erster Stelle quasi mit dabei. Ne? Okay, das heißt mit 15, 16 warst du da wahrscheinlich? Plus minus, ja. Wie alt warst du denn, als du Soldat geworden bist? 19. 19. Genau. Stefan, wie hast du erfahren, dass du nach Afghanistan musst? Kommt dann so ein Anruf? Das oder? Haben die direkt in der Grundausbildung quasi uns drauf eingestellt. Ich bin zu den Grenadieren nach Augustdorf gegangen und haben direkt von Anfang an, ich glaube, ich war nicht mal eine Woche da drin, haben sie gesagt, stellt euch drauf ein, maximal 1,5 Jahre, dann müsst ihr runter nach Afghanistan. Wie haben deine Eltern darauf reagiert? Mein Papa war sehr stolz darauf. Meine Mom, wie Mütter halt sind. Ne? Ist nicht immer schön, dass es halt nicht mal eben an der Kasse sitzen. Ne? Oder, und ich habe denen auch 2 Wochen, bevor ich runtergeflogen bin, kein Wort davon gesagt, dass ich runterfliege. Das ist. Ach, du hast die gar nicht vorgewarnt? Nein. So richtig? Also. Ich wusste nicht, wie ich damit anfangen soll. Das ist, du kriegst dann so 2 Wochen Kuschelurlaub, nennen wir das immer, vor dem Einsatz. Und in dem Kuschelurlaub habe ich dann irgendwann mal so die Tatsachen auf den Tisch gelegt. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Tag, so dieses Ankommen in diesem fremden Land? Ja, auf jeden Fall. Ich bin angekommen, in Usbekistan landet man. Und als man ausgestiegen ist, hast du quasi so einen direkten Schlag von der Hitze ins Gesicht gekriegt. Und weiß ich noch bis heute dieses Gefühl, dass die Luft war viel, viel schwerer. Und du hast automatisch schon irgendwie Sand im Mund gehabt. Ne? Und es war aber beeindruckend. Ein paar Monate später haben wir einen Anschlag abgekriegt. Dann kam die große Bombe. Die haben wir waren mit dem großen SPZ Marder unterwegs. Das ist ein Kettenfahrzeug der Panzergrenadiere. Ja, und so ein Ding wiegt mehr wie 30 Tonnen. Du warst selber in diesem Panzer? Nein, Gott sei Dank nicht. Sonst weiß man nicht, ob ich noch hier wäre. Nein. Tatsächlich an dem Tag bin ich drinnen geblieben. Und die Jungs sind, die anderen 4 Fahrzeuge sind rausgefahren und dann gab es halt den großen Knall. Also der SPZ Marder ist auf eine Triggerplate, also das ist eine Bombe, die unter einer Platte versteckt ist im Boden. Und sobald das Gewicht draufkommt, kommt die eine Platte auf die andere und es gibt quasi den Funken, die Berührung und dann zündet die Bombe. Mhm.
Und es wurde viel spekuliert, dass es über 300, manche haben gesagt 360, 380 Kilogramm Sprengstoff war. Und ach du Scheiße. Mitten aus der Staubwolke kam auf einmal ein Kamerad raus und der war total im, also der saß im Panzer hinten drin und ist rausgeflogen aus der Luke und der kam raus und machte nur den hier so und zündete sich einfach eine Zigarette, also der war in einem, in Trunks oder was, weiß ich nicht, der ist nicht, zündete sich eine Zigarette an, nahm sein Gewehr hoch und hat einfach sinnlos ins Gebirge geballert, ne, weil ja, der musste erstmal beruhigt werden. Und, hast du denn selber an dem Tag auch Kameraden verloren? Ja, der Kraftfahrer, das war mein ältester Kumpel eigentlich. Also ich sage immer großer Bruder zu ihm. Und der hatte auch das Bett über mir gehabt in der Kaserne. Ich kenne ihn quasi seit Tag 2 und ja, er musste. Er hat halt sein Leben verloren, ja. Da habe ich auch die ganze Zeit geheult, bin ich ganz ehrlich. Ich konnte das einfach nicht zurückhalten. Es rannte die ganze Zeit und das ist schon, sind so Bilder, die du einfach nicht vergisst. Ne? Glaube ich. Also wenn, wo du sagst, dass du das nicht zurückhalten konntest, ich glaube, das ist vollkommen verständlich, nach dem, was du erzählst, da auch Tränen zu verdrücken. So, und auch überhaupt nicht schlimm, aber mich fände es fast komisch, wenn du sowas erlebst und das dich irgendwie komplett kalt gelassen hätte. Wenn du jetzt gesagt hättest, ja, das ist halt Krieg, das gehört halt dazu, aber... Ja, aber es gab auch solche Leute. Okay. Es gab Leute, die auch gesagt haben, was hast du erwartet? Also bist dann schon die ganze Zeit noch da geblieben und hast den Einsatz... Ich war noch fast 2 Wochen da gewesen, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht funktioniere. Wenn du dieses Zittern in diesen Händen hast, dann... Und, als Grenadier oder Scharfschütze eingesetzt wirst, wo du ja dich komplett funktionieren musst. Wenn durch so einen Anschlag fliegen Tote und Verwundete heim und dann gibt es Leute, die repatriiert werden. Das sind Leute, die danach mit diesem Ereignis nicht zurechtkommen. Und da, wo der Arzt vor Ort einfach sagt, okay, komm mein Junge, ne, flieg mal lieber nach Hause. Das ist, wenn du nicht funktionierst, brauchen wir dich hier nicht. Ne, und das ist auch okay so. Und ich wurde dann 2 Wochen später repatriiert und das war eine Schande. Ne? Das wurde nicht gerne gesehen. Wenn du jetzt nach Hause fliegst, dann werden wir nie wieder ein Wort miteinander wechseln. Alter, das ist krass. Du bist dann trotzdem durch den Arzt wieder auch zurückgekommen? Der Arzt hat die Entscheidung mir abgenommen und das ist auch gut so. Sonst würde ich mir noch mehr Vorwürfe machen. Mich würde natürlich interessieren, du bist dann in den sicheren Hafen wiedergekommen, warst dann wieder zu Hause, aber welche Folgen hatte das für dich, dieser eine Einsatz, diese 99 Tage in Afghanistan? Dieser Punkt, wo ich dann ehrlich selber zu mir zugegeben habe, okay, da stimmt etwas nicht. Das war im April 2019, wo ich morgens aufgewacht bin und habe wieder so ein Flashback gekriegt und war total in der Wüste gefangen, in diesem Leitbild von damals. Und dann wache ich auf und habe nur noch hier Notarzt und all sowas um mich herum. Und dann habe ich einfach einen dissoziativen Krampfanfall gekriegt, weil mein Gehirn das blockiert hat, um nicht mehr darüber nachdenken zu müssen. Ist ja in so einen Selbstschutz gegangen. Und dann habe ich angefangen zu krampfen. Und ich hatte meinen einjährigen Sohn auf dem Arm. Das ist Gott sei Dank alles gut ausgegangen. Und wenn du dann im Krankenhaus dann so halbwegs nach 1-2 Tagen klarkommst und dann der Chefarzt reinkommt und sagt, ich habe mit Ihrer Frau gesprochen, ich vermute, Sie haben eine posttraumatische Belastungsstörung. Und ich ihm sage, komm, lass mich in Ruhe. Und er sagt, okay, pass mal auf, Kumpel, und macht die Tür zu und sagt, ich sag dir das jetzt so, wie es ist. Nächstes Mal, wenn du wieder krampfst, weil du das die ganze Zeit versuchst wegzudrücken und dein einjähriger Sohn hat nicht so viel Glück, dann zerquetscht du ihn damit. Ich sage, wenn du das willst, dann fahr wieder nach Hause, ich habe meine Arbeit gemacht. Dann ist er rausgegangen. Und in dem Moment, wo er einfach per Du mit mir angefangen hat zu reden und einfach Tacheles geredet hat, ist mir überhaupt bewusst geworden, was für ein Risiko ich eingehe. Dann sind mir die Tränen ausgebrochen und hab halt selber gesagt, komm. Dann habe ich mich an die Bundeswehr gewandt und habe mir professionelle Hilfe dann ab da geholt. Ich weiß, dass du heute nicht alleine hier bist. Das ist richtig. Du hast jemanden gefunden, der dich jetzt begleitet. Und ich bin schon super gespannt darauf, ihn jetzt auch kennenlernen zu dürfen, weil ihr ja auch jetzt die letzten Jahre eine gemeinsame Geschichte habt. Wen hast du mitgebracht? Ich habe den Andreas mitgebracht. Wäre Andreas 2020 nicht aufgetaucht, hätte ich mir wahrscheinlich das Leben genommen. Wow. Deswegen, er bedeutet mir sehr, sehr viel. Hallöchen, Andreas, grüß dich.
Andreas. Hey. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Soweit alles gut? Alles gut. Okay. Magst du dich auch einmal kurz für die Zuschauer vorstellen? Sehr gern. Also mein Name ist Andreas Eggert, ich bin 46 Jahre alt. Ich war 25 Jahre lang aktiver Soldat, zuletzt im Dienstgrad Oberstabsfeldwebel und engagiere mich nach meiner Dienstzeit für den Bund Deutscher Einsatzveteranen und unterstütze Kameradinnen und Kameraden, die es nicht so gut hatten wie ich und heute noch Unterstützung brauchen, wie der Stefan. Andreas, wie hast du Stefan kennengelernt? Stefan habe ich kennengelernt mit einem Anruf meiner damaligen Regionalleiterin, die gesagt hat, ich habe da einen Fall für dich. Wir nennen sie Fälle, weil aus dem Fallmanagement im Zivilen. Ich habe da einen Fall für dich, der ist relativ schwierig und kompliziert. Mit dem haben schon einige versucht zusammenzuarbeiten. Das hat nicht funktioniert, aber versuch du das mal. Dann hatte ich die erste Kontaktaufnahme mit Stefan. Wir haben uns dann kurze Zeit später auch bei ihm zu Hause getroffen, damit ich sein Wohnumfeld kennenlerne, ihn persönlich kennenlerne, damit er die Chance hat, mich kennenzulernen und zu überlegen, ob er mir sein Vertrauen schenken will. Und ich hatte ganz viele Gedanken im Kopf. Also er hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht angenommen, dass er schwer krank ist, sondern glaubte, er schafft das alles alleine, auch ohne fremde Hilfe, hat sich da sehr eingeigelt in seiner Situation mit den dissoziativen Krampfanfällen und der stetigen Unruhe, die er in sich hatte und relativ... Aggression. Ja, Aggression. Die waren unterschwellig eigentlich immer vorhanden und bei mir hat er eben keine Chance gehabt, weil ich in meiner ruhigen Art und Weise ihn einfach auffangen konnte, weil er gemerkt hat, okay, da hat er keinen Gegenpart, wo er gegenarbeiten muss, sondern ich darf mit ihm arbeiten. Ich kann dir zwei blöde Beispiele bringen. Ich habe meine Gartenhütte gebaut auf meinem Grundstück und habe mich überall die Zäune hochgezogen und alles. Bin auf dem Dach und will fertig werden, bevor Regen heute Abend kommt. Und kam ein Nachbar in meinen Gartenzaun und sagte, ah, das sieht ja toll aus. Und ich sage, ja, danke schön, aber seien Sie mir nicht böse, ich will noch fertig werden. War total in meinem Element und der hat sich an mich vorbeigeschlichen, was ein No-Go eigentlich ist, weil du ja versuchst immer alles, ne, 360 Grad Sicherung. Und auf einmal steht er hinter mir und sagt, boah, von hier sieht das noch toller aus. Und ich war total im Film. Auf einmal steht hinter dir so ein Bärtiger, ne, und mitten auf deinem Grundstück, ich war auf Aggression. Ich gesagt, verpiss dich von meinem Grundstück. Runter damit, das ist meins, ne? Fertig. Und er fing da an, mit den Händen rumzufummeln und ich bin komplett wurde getriggert damit, wie so ein Afghaner, der vor dir rumfummelt, dir versucht, was zu beweisen, obwohl du ihn nur beruhigen willst. Ne? Und bin mit diesem Gummihammer hinterhergesprungen und wollte ihn wirklich damit erschlagen. Ne? Dann haben die Nachbarn die Polizei gerufen und alles. Und Andreas ist halt dieser Fall, dass ich den anrufe und ihm diese Situation schilder, dass ich Scheiße gebaut habe. Und er meckert nicht mit mir. Er sagt, okay, ich fahr los. Bis gleich. Ich lüge dich nicht an, wenn ich ihn um 3 Uhr nachts anrufe, wird er um 4 Uhr bei mir sein. Auch wenn er eigentlich 1,5 Stunden Autofahrt hat. Wahnsinn. Okay, also du meinst das schon ernst und du kannst das selber auch nachvollziehen. Irgendwie hast du gesagt, warum hast du selber so Belastungsstörungen? Wo kommt das her? Also ich war selber insgesamt 8-mal in Auslandseinsätzen der Bundeswehr, einmal im Kosovo und 7-mal in Afghanistan und hatte selber einige Vorfälle, die mich eben genau das nachempfinden lassen, was er fühlt. Ich habe auch Kameraden verloren, ich habe Angriffe erlebt, ich habe Beschüsse erlebt, ich habe Leichen gesehen, ich habe Menschen verloren und das hat sich alles irgendwann so potenziert, so entwickelt, dass ich 2010 gemerkt habe, mit mir stimmt was nicht und wollte das aber nicht wahrhaben. Meine Familie hat es mir zurückgemeldet. Seitdem bin ich da dran. Ich gelte auch heute noch als schwer traumatisiert. Ich glaube, das wird auch bis zum Lebensende so bleiben. Aber ich schaffe es eben seit 2020, anderen Kameradinnen und Kameraden zu helfen auf ihrem Weg, um Anerkennung ihres Wehrleidens sozusagen oder eben bei den behördlichen Gängen und in der Kommunikation, aber eben auch im persönlichen Lebensumfeld. Du warst selber in 8 Auslandseinsätzen, ja. Was natürlich eine riesen Zeitspanne dann mit sich bringt. Musstest du selber in deiner Position mal auch eine harte Entscheidung treffen, die dir irgendwie schwer gefallen ist? Ja, musste ich auch, beziehungsweise ich dachte, ich hätte die richtige Entscheidung getroffen. Ich hatte jemanden, der
uns berichtet hat. Das kam in 2012 kamen diese Fälle hoch, wo es schon hieß, Deutschland wird Kunduz verlassen. Also wird Kunduz zurückbauen und Kunduz verlassen. Und dann kamen auf einmal ganz viele Menschen und sagten, wir sind jetzt gefährdet. Also dadurch, dass wir mit euch zusammengearbeitet haben, entweder bei euch als Angestellter, als Sprachmittler, als Putzkraft oder als Guard, werde ich jetzt bedroht von den Taliban. Wir wussten ja, die Taliban sind in den Umkreisen durchaus vertreten in der Bevölkerung, haben die Menschen bedroht und er kam zu uns und an uns lag es zu überprüfen, darf er mit nach Deutschland oder nicht. Das wäre die härteste Entscheidung gewesen. Darf er mit nach Deutschland oder nicht? Und wir haben ihn durch die Mangel gedreht. Wir haben ihn wirklich offensiv befragt. Und letztendlich ist er weinend zusammengebrochen, hat sich vor mir hingekniet. Um sein Leben gebettelt. Gesagt, wenn ihr mein Leben nicht rettet, wenigstens das meiner Frau und meines Kindes. Und ich habe ihm versprochen, ihm zu helfen. Und ein halbes Jahr später hatte ich eine Meldung bekommen. Vor Ort, da war ich wieder vor Ort, dass ein Sprachmittler aus Kunduz tot aufgefunden worden sei. Und ich habe die Meldung aufgenommen und dann die Bilder gesehen und da erinnerte ich mich an ihn. Dann hatten sie dann mit einem Kabelbinder um den Hals erdrosselt und dann einen Sack gestopft und im Auto gelegt und in die Sonne gestellt von der Polizeistation. Und ja, das war der Erste, dem ich nicht helfen konnte oder dem ich... ja, wo ich das Gefühl hatte, ich habe ihm Hilfe versagt. Ich hatte das alles dokumentiert und habe eben auch darum gebeten, dass man ihm hilft, dass er gefährdet sei. Meinem Votum ist man aber nicht gefolgt und hat anders entschieden, dass man ihm nicht hilft. Und ja, da frage ich mich heute immer noch, habe ich genug getan? War ich gut genug in meiner Argumentation, dem zu helfen. Unsere Aufgabe war es, sie zu beschützen. Und das konnte ich in drei weiteren Fällen eben auch nicht tun. Sind auf unterschiedliche Art und Weise ums Leben gekommen. Und einer wirklich ein ganz toller Typ, auch an denen die Amerikaner auch viel Interesse hatten, weil die Informationen so gut waren, den hat man dann auf bestialische Art und Weise hingerichtet und uns das Video auch zugespielt dazu. Und ihr müsst euch die Situation vorstellen, da sitzt derjenige vor der Kamera, wie hier in dieser Situation auch, und ist festgebunden. Und man schneidet ihm dann bei lebendigem Leib erstmal die Ohren ab, die Nase, und dann trennt man den Kopf ab. Und hält ihn dann in die Kamera und das ist, wenn man eine Verbindung zu dem hat, schwer zu ertragen, diese Bilder. Ich bin dir total dankbar. Ich weiß, wie anstrengend das für dich ist, sich nochmal daran zu erinnern. Wenn du einen Break brauchst, dann sag das bitte. Aber wenn ich euch so zuhöre, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir das als Realität auch hier in Deutschland mal anerkennen, weil jeder von euch kann sich das, was Andreas gerade beschrieben hat, mal für sich kurz vorstellen. Der Gedanke ist unfassbar hart, und wenn ihr da jemanden ins Herz geschlossen habt und dann so ein Video zugeschickt bekommt, das ist Horror. Das, was ihr mir heute erzählt, das habe ich so vorher noch nie gesehen. Da bin ich ganz ehrlich, und deshalb bin ich total dankbar, dass ihr mir und vielen da draußen auch die Augen öffnet. Gibt es Situationen, wo ihr selber, ihr seid ausgebildet auch an Waffen, wo ihr oder Kollegen auch als Anfang 20-Jährige oder 19-Jährige irgendwie in die Situation kommt, dass ihr schießen müsst?
Wir haben das ein oder andere Mal auf jeden Fall gehabt, dass wir waren mit dem Dingo-Fahrzeug draußen gewesen, das hintere Fahrzeug, und haben nach hinten gesichert. Das heißt, alles, was von hinten kommt, da schießt du drauf, wenn es über die 50-Meter-Marke kommt. Und wir sind abgesprungen, dann hat er gesagt, hier, Krämer kommt sicher nach hinten, und ich bin mit meinem G3 runter, das stärkere Geschoss mitgenommen, und ich bin nicht mal richtig aus dem Fahrzeug auf den Boden gesprungen, schon gab es die ersten Einschüsse gegen unser Fahrzeug gewesen. Wie fühlt sich das an, beschossen zu werden? Also am Anfang zittert ja alles. Ich glaube, ich habe meinen eigenen Herzschlag durch meinen Gehörschutz und alles habe ich gehört. Das ist wie so ein Zischen. Und wenn auf dieses Klimpern auf dem Metall draufkommt, das ist deswegen, also sowas wie Schmied oder so, oder wenn ich mal irgendwo sehe, dass sie auf den Amboss hauen, das ist schon leicht eklig. Stell dir mal vor, Silvester, feierst du gerne Silvester? Klar, ich habe da Geburtstag. Silvester bedeutet für mich 20 Uhr Kopfhörer rein, und dann sitze ich so im Bett und meine Frau hält meine Hand. Das ziehe ich dann bis 3-4 Uhr nachts durch, bis sich alles wieder beruhigt, und dann bin ich froh. Also von mir aus kann dieser Feiertag abgeschafft werden. Weil jedes Knallen, und die machen das ja schon ein paar Tage davor, die Jugendlichen, was mir früher selber Spaß gemacht hat. Ne? Wer hat nicht gerne am 27. schon einen Böller hingeschmissen und wollte diese Erfahrung haben? Ne? Und jetzt bin ich bereit, einen 15-Jährigen zu erschlagen dafür, wenn er dieses Ding neben mir zündet, während ich da gerade vorbeigehe. Ne? Weil diese Todesangst da drin ist, dass, wenn das gerade explodiert und hochgeht, dass das einfach eine Granate ist. Es ist so krass, wie ihr das beschreibt, weil ihr wisst ja mit eurem gesunden Kopf, wisst ihr zu 100%, dass da gar nichts bei ist. So, ja. Vielleicht ein bisschen umweltschädlich, aber das ist null gefährlich für euch. Ist das, aber sagt das mal dem 20-Jährigen. Genau, genau. Freunde, solltet ihr im Hintergrund so ein bisschen das Plätschern hören. Wir haben hier einen riesen Regenschauer, aber wir lassen uns davon nicht abhalten, auch wenn du jetzt so ein bisschen nass geworden bist, mein Lieber. Ihr beiden, ihr wisst, da schauen jetzt gerade auch super viele Menschen zu. Deshalb möchte ich euch auch die Möglichkeit geben, noch mal was loszuwerden. Vielleicht brennt euch irgendwas auf der Seele, wo ihr denkt, hey, das sehen viele Menschen vielleicht verkehrt. Da würdet ihr euch vielleicht einen anderen Umgang wünschen oder eine andere Sicht auf die Dinge. Gibt es irgendwas, was dir da so auf der Seele brennt? Wenn die Anerkennung für die Bundeswehr oder für die einzelnen Soldaten höher wäre, das wäre schön, wenn du jemanden mit einer Uniform siehst, auch den Respekt da gegenüber hast, dass du denkst, okay, vielleicht, du musst es ja nicht mögen. Ne? Ich mag auch keinen Polizisten, aber ich respektiere das, was er tut. Mhm. Weil einer muss ja diese Arbeit machen. Und wenn der Polizist in Uniform an mir vorbeigeht, dann habe ich mich ordentlich zu verhalten. Warum nicht auch so beim Soldaten? Solange er da hinten an der Front den Krieg versucht zu verhindern, kannst du davon ausgehen, dass der Krieg nicht irgendwann mal vielleicht bei dir landet. Und dann hier am Hagen Hauptbahnhof auszusteigen und wenn sie mit Bierpullen nach dir schmeißen, weil du eine Uniform trägst, ist nicht gerade das schönste Gefühl. Ne? Das hast du erlebt? Ja, das war noch harmlos. In Dortmund spucken sie auf einen und schmeißen auch Gegenstände und sagen gemeine Dinge. Und irgendwann mal gewöhnst du dich dran, weil du weißt, es gibt ja auch Leute, die sind unglaublich stolz darauf, was du leistest. Ich würde aber auch von meinen Kameraden sich mehr wünschen, dass vor allem jetzt zu der Zeit, dass also wenn sie jetzt Angst haben oder gerade diese Sendung gerade sehen, die ich habe kein Problem damit, wenn sie nicht wissen, an wen die sich wenden sollen, dass sie sich an uns wenden. Du bist nicht alleine da draußen. Auf keinen Fall. Glaub an dich selbst. Wir tun's auch. Andreas, was liegt dir noch auf dem Herzen? Ich möchte es eigentlich nur ergänzen, was Stefan gesagt hat, die tollen Worte. Wir hören immer viel von Anerkennung, Wertschätzung, Respekt Einsatzkräften gegenüber. Und das beinhaltet eben doch alle Einsatzkräfte. Das beinhaltet die Polizei, die Feuerwehr, Rettungskräfte, THW, alle Ehrenamtler, die jeden Tag einen tollen Einsatz eben auch leisten. Und dass einfach die Menschen das noch mehr wahrnehmen. Und wenn es Kameraden da draußen gibt, die gerade zuschauen, kann ich nur das, was Stefan hat gesagt hat, unterstreichen und an euch appellieren. Meldet euch, sucht euch Hilfe,
im Familienkreis, im Kameradenkreis oder eben beim Bund Deutscher Einsatzveteranen. Wir haben eine Hotline, wo ihr euch melden könnt und mit uns sprechen könnt und sagen könnt, euch geht es nicht gut und das ist okay. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft dabei, dass es okay ist, dass es einmal nicht gut geht. Ich danke euch beiden auf jeden Fall von tiefstem Herzen, dass ihr heute so ehrlich wart, weil ich glaube, das wird unfassbar vielen Menschen da draußen helfen und auch denjenigen, die überhaupt nichts mit der Bundeswehr am Hut haben, die Augen öffnen, was da teilweise halt passiert und dass wir da vielleicht auch einen anderen Blick drauf entwickeln müssen. Natürlich werden viele Anlaufstellen auch unten in der Videobeschreibung sein. Also wenn ihr selber irgendwie ja, Infos haben wollt, Anlaufstellen sucht, dann klickt da sehr gerne drauf. Hier um uns herum sind irgendwo noch Videos eingeblendet, wo die Zuschauer sich was aussuchen können und wir dürfen zur Verabschiedung aber noch winken. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ganz stark. Danke, dass wir dabei sein durften. Also meine Mama hat gesagt, ich soll dich am Ende des Drehs einmal drücken. Ist das okay für dich? Ja, selbstverständlich. Danke dir. Ich danke euch, ehrlich.